Tailwhip auf dem 27,5er Freeride-Bike. Junge, Junge, Junge. In der ersten Runde fast gestorben. Yo Leute, was geht ab? Ich bin heute wieder zurück in der Bike-Welt in Schöneck. Und wie man sieht, ich bin gerade schon bis fast runtergefahren. Und es ist auf jeden Fall wieder gut matschig, weil es gestern den ganzen Tag geregnet hat. Ich konnte nicht mehr schlafen und wollte biken. Ich konnte daheim einfach nicht mehr rumsitzen, weil ich gestern was Kleines an meinem Fahrrad gebaut habe. Das ist mein Soulfire, also das Freerider von Rose. Und ich habe hier gestern so eine Topcap installiert, mit der es möglich ist, Fastspins zu machen. Ich zeige euch das nochmal. Zack, zack. Zack, zack. An meinem Freeride-Bike kann ich den Lenker drehen. Sonst würde ja normalerweise das Kabel von der Vorderbremse blockieren. Ich habe es hier unten durch den Gabelschaft gelegt. Und dann kommt das hier oben raus. Es ist eine Cap von Trickstuff. Die hat hier oben so ein Loch. Dann geht es hier rein und das ermöglicht mir, das Ganze zumindest einmal zu drehen. Dann blockiert wieder meine Hinterradbremse und der Schaltzug. Wenn ich das noch öfter drehen will, muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Ganze auf der ersten Fahrt gerade schon ausprobiert und hier hinten schon einen Barspin gemacht. Und das zeige ich euch jetzt mal. Gut nass. Es hat geregnet wieder die Tage. Schlamm, Alter. Boah. Gegen Baum gewippt, Alter. Was geht? Junge. Alter. Fast gestorben. Yo. Alter. So ein Matsch. Brock. Step down. Craig Flip. Kleiner Sui zum Warm-up. Oh, yo! Noch eine zweite GoPro und die stelle ich euch mal hier auf so einen Stein, damit ihr den Barspin mal von der Seite seht. So. Eigentlicher Plan ist ja nicht nur einen Barspin zu machen damit, sondern es wäre ja übelst geil, über diesen Trickstep-Up hier am Ende von der Jumpline mit meinem Freeride-Bike einen Tailwhip zu machen. Ich schiebe jetzt noch mal ein paar Meter zurück, mache auf jeden Fall noch mal ein, zwei saubere Barspins, weil der gerade am Ende von der Line war schon ein bisschen sketchy. Vielleicht auch noch ein Opposite und dann probiere ich das Ganze mal. Ich hoffe, man sieht's, aber hier vor diesem letzten Speed-Kicker, der dann in den Step-Up führt, ist übelst Schlamm und ich glaube, der raubt mir eher Schwung, als dass ich da Schwung dazu bekommen. Deswegen paddel ich einfach von hier los. Also Barspins on lock mit dem Teil. Also ich muss sagen, der Lenker ist 790 mm breit und sonst an meinem Hardtail und an meinem Slopebike sind die Lenker 740. Also die 5 cm merkt man schon leicht, aber auch die weichere Suspension merkt man ein bisschen, aber nicht so sehr, wie ich es gedacht hätte. Aber im Tailwhip ist das bestimmt dann eine andere Nummer. Mal einen Opposite Barspin. Yo! Sogar noch einfacher. Yeah, boy! Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, für einen Tailwhip wäre ich viel zu langsam. Deswegen nehme ich es in Kauf, durch die Mattpfütze zu fahren und starte mal von hier oben. Schön an der Seite, dass hier keiner auf den Sack geht. Leute, ich mache jetzt noch mal einen kleinen Speedcheck und dann heißt es Tailwhip auf dem 27,5er Freeride-Bike. Lupus?
Jo. Klar. Das geht. Können wir ein Foto machen? Ja, klar. Mal Lenker ausdrehen, damit auch nichts schief geht. Und dann muss auf jeden Fall ganz schön Gas geben von hier. Jo! Joho! Huhuhu! Jo! Junge! Alter! Alter! Sick! Jo! Danke, Alter! Mal gucken! Fuck yeah, ey! Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. Tausend Dank an die zwei Jungs, die das gefilmt haben mit dem Handy. Bam, bam. Ich bin zwar zufrieden mit dem Tailwhip, aber ihr müsst noch nicht ausschalten, weil ich will den nochmal machen, noch ein bisschen schöner und ein bisschen mehr da reinlanden. Ich bin jetzt ungefähr da gelandet, aber geiler wäre es ja aus der Line mit mehr Schwung den nochmal richtig fett in die Landung zu machen. Wir schieben jetzt nochmal den unteren Teil von der Downhill-Strecke hoch und ballern dann mal in den Wallride. Und dann geht es mit dem Lift wieder hoch und dann fahre ich nochmal die Jumpline bis dahin und mach den Tailwhip nochmal, weil der hat so viel Bock gemacht. Set. Send it. Alter, na klar, es geht. In der Mitte einfach. Machen wir so. Super. Passt? Ich sehe nichts, ey! Oh. Oh. Ich gebe einen von euch die Kamera und dann machen wir den Tailwhip nochmal. Bist du ready? Komme! Der war echt besser, oder? Danke fürs Film. Ich hab noch einen. Ding. Nice. Soll ich eigentlich noch einen Flip machen? Oh, das wäre aber hier. Geht so gut mit dem Teil, hätte ich nicht gedacht. Und die Jungs, die haben sich jetzt noch einen Flip gewünscht. Schieb nochmal hoch und mach nochmal einen Flip für die Boys. Und dann ist Feierabend. Danke fürs Film. War mal wieder ein richtig geiler Tag in der Bikewelt Schöneck. Ich bin auf jeden Fall stoked, dass der Tailwhip geklappt hat und der Barspin auf dem Freeride Bike. Ja, echter Hammer. Das wollte ich schon immer mal machen auf der Karre und geil, dass es geklappt hat. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann klickt auf jeden Fall mal hier. Da gibt es das Video. Wer den Channel noch nicht abonniert habt, da abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.